willkommen zur dritten Folge von Dimensions. Und wir sehen, Lavelle muss ziemlich lecker sein, denn der Basilisk versucht ständig durch unsere Wand zu kommen. Ja, den hätte ich beinahe fast hereingelassen. Vielleicht hast du es schon gesehen, ich habe die Decke zugebaut. Ja, stimmt. Da habe ich mich noch um ein kleines bisschen Stein gekümmert, also wir haben jetzt ein bisschen mehr als 1,5 Stacks. Und wir haben über einen Stack Fackeln. Ich gebe einfach mal einen halben. Ja, gut, danke. Ah, ich habe aber 48. Jetzt habe ich 54 Fackeln. Und vor der Tür übrigens sind zwei Basilisken. Nur ziemlich viel. Ich weiß. Hier kommt das noch ziemlich viel vor. Ist das normal im Schwierigkeitsgrad einfach? Scheint normal zu sein. Doch ein bisschen. Blaster. Ich versuche gerade die Zelisken. Ja. Irgendwie. Ups. Aber alleine Basilisken mit Waffen so ein bisschen. Gerade so einfach. Aber wir haben es geschafft. Ja. Schade, dass man die Pfeile nicht einzieht. Ah! Oh man. Lavelle, das ist das Ding, das ich bin. Hä? Die geht durch die Wand durch. Na toll, das ist. Ja, ich bin einfach so meines Weges gelaufen und auf einmal spawnen da 3, 4 Stürme vor mir. Ja, ich habe auch gerade durch einen gestorben, also. Und irgendwie, das letzte, was ich gesehen habe, war, dass das Haus ein bisschen gebrannt hat. Ach, genau. Ja, das ist kaltes Feuer, das macht überhaupt nichts. Ah, schreck mich. Ich? Ja. Aber das kann man irgendwie nicht einfach so zerstören. Nein, anscheinend nicht. Doch. Wird ja, ganz aber, leicht. Aber nicht mit der Hand, oder doch? Ich hab's jetzt mit einem... Ja. Mit einer Schere gemacht. Weißt du was, ich glaube im Nachhinein ist es ganz gut, dass wir uns für den Schwierigkeitsgrad einfach entschieden haben. Ja, weil ich glaube, wenn wir im Schwierigkeitsgrad schwierig oder etwas schwieriger spielen würden, dann würden wir, glaube ich, keine einzige Nacht überleben. Naja. Gestorben sind wir ja schon öfters. Ja. Sieh mal. Ich habe gerade ein kleines fliegendes Kalb gemacht. Ha, wie süß. Ja, diese Tiere, die essen Orangen und Blaubeeren. Dummerweise genau das, was wir auch essen. Mal schauen, was bekommt man da eigentlich, wenn man die Tiere zerlegt oder erlegt. Erlegt eher. Fleisch? Ja, stimmt. Ja, blöd. Und da wir weder Feuerzeug noch, Verzauberung haben, müssten wir es uns zuerst selbst braten und ich weiß nicht, ob das in Adam möglich ist. Aber probier's mal aus, ich baue mal einen Ofen. Okay. Brennstoff haben wir ja genug. Ja. Aber eigentlich könnte man ja auch rohes Fleisch auch essen, oder? Das gibt aber nicht so viele Nahrungspunkte. Ah, okay. Naja, aber immerhin wäre halt sparsamer. Sag ich jetzt mal, aber. Ja, schon. Aber man muss auch sagen, der Brennstoff, das ist Ambrosium. Und Ambrosium, das kriegst du quasi unendlich, du.
Du bekommst es ja schon haufenweise, wenn du es einfach nur in der Natur findest. Ja. Und danach noch, indem du irgendwelche Viecher bezwingst oder Blöcke abbaust. Das schaut eigentlich ganz witzig aus, wenn man in den Himmel... Ups! Ah. Na toll, jetzt sind ein paar Stürme vor mir. Zwei Stürme auf mich, danke. Sehr ja. Was ich sagen wollte, war... Himmel hinausschauen. Schaut das richtig lustig aus. Also wenn man in der Basis ausschaut, schaut das richtig lustig aus. Die verschiedenen Leuchtfeuer, die überall gestorben sind. Ich hab dich gar nicht verstanden, es hat so gedonnert. Ich mach mal die Sounds leiser. Aber es ist schon extrem laut. Hier ist dauernd ein Sturm, nur zur Information. Ja. Jetzt bin ich wieder tot. Dann 54. Aber immerhin wird es jetzt schon Tag, also. Ja, okay. Ja, dann können wir uns nämlich mal auf die Suche machen nach dem nächsten Material, das wir brauchen. Beispiel? Zanit. Ist, glaube ich. Ja, ich schätze mal, es ist ungefähr so stark wie Eisen und. Es verbessert sich, je abgenutzt es ist. Außerdem brauchen wir einen Zanitstein für einen Altar und mit dem können wir uns unsere Werkzeuge reparieren. Okay. Und ich bräuchte mal dein erbeutetes Rindfleisch, bitte. Okay, warte. Komm sofort, jetzt suche ich nur mal kurz diese Kuh zu erlegen. Um zu erlegen. Hab ich. Genau, ein paar Pässe. Erlegen, nicht überlegen. Warte, hier. Fleisch. Danke. Mal sehen, ob das geht. Ja, es geht da tatsächlich. Ich wusste gar nicht, dass man Fleisch auch kalt braten kann, aber gut. Mich soll es nicht stören. Sieht aber echt cool aus. Funktioniert. Ja, so. Normalerweise hat man ja im normalen Minecraft, also nicht Edda, ein rotes Feuer und normales Feuer, sage ich jetzt mal, und hier ist einfach blau. Ja, weil es irgendwie sogenanntes kaltes Feuer ist. Was machen immer diese Stürme vor unserer Wohnung? Du meinst die Zephyre? Die nerven einfach nur. Die sind nicht gefährlich, die nerven einfach nur. Ja, das, Basilisken, die sind gefährlich und nerven. Und wenn du auf einen Sturm triffst, dann bist du tot. Ja, das haben wir ja schon öfteren mitbekommen. Aber ich finde es echt cool, wenn Zephyre und Stürme, wenn die etwas droppen würden. Irgendein Material, das man weiterverwerten kann. Ja. Okay, ich habe auf unserer Insel noch kein Zanit gefunden. Vielleicht sollten wir mal graben. Auf den anderen Inseln graben und schauen. Nein, es gibt sicher irgendwo Zanit. Was hältst du davon, wenn du mich beim Bergbau unterstützt? Okay. Bitte. Schauen wir mal, wo das ganze Zeug vergraben ist. Aber es wäre schon nett, wenn du mal auf mich warten würdest. Naja, du weißt ja, wo ich bin. Naja, hier. Hey. Dann
mache ich mir auch mal. Ja. Wenn du auf wertvolle Sachen triffst, dann bau die mit Holz ab, dann du weißt, dann bekommen die alles doppelt. Ja, aber jetzt muss ich mir erst einmal Sticks machen. Ich befürchte allerdings, dass sich Zanit erst mit Steinen abbauen lässt. Da müssen wir dann halt schauen. Ich finde, das coolste Erz ist Gravitit. Durch eine volle Rüstung bekommt man keinen Fallschaden mehr. Und wenn du dir zum Beispiel ein Schwert aus Gravitit baust, dann musst du nur schleichen, auf den Gegner draufhauen und der fliegt meterweit in die Luft. Okay. Da kann man einen Zombie mit nur zwei Schlägen töten, weil er auch zweimal Fallschaden nimmt. Gut, jetzt werde ich das gleich ausnutzen. Mehrere Äxte oder Spitzhacken bauen, ein bisschen Vorrat habe. Das ist immer gut, wenn man ein bisschen Vorrat hat. Dann ja. Gut, jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spitzhacken. Kommt es dir nur so vor, oder ist Eisen in der Oberwelt irgendwie leichter zu finden als Zenit im Äther? Kann eventuell sein, kommt auf die Map drauf an. Ich habe Eisstein gefunden, ich weiß allerdings noch nicht, für was der gut ist. Okay. Gut, man kann aus Eisstein und einer Phönixrüstung eine Obsidianrüstung machen, allerdings, ehrlich gesagt, ich würde das eher nicht tun, außer denn ich habe eine zweite Phönixrüstung, aber ja, die ist mir dann doch zu wertvoll. Ja. Aber ich muss schon sagen, einige Dinge, die man im Adder über Dungeons und so bekommt, sind schon ziemlich OP. Ich meine zum Beispiel die Eisenblase, dass man unter Wasser atmen kann, auf unbegrenzte Zeit. Ja. Dann gibt es auch noch einen Ring, der macht, dass du nicht mehr hungerst. Okay. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich den gut oder schlecht finde, weil in meiner privaten Survival-Welt, wo ich mit dem Adder spiele, ja, da habe ich eine ganze Kiste voller Essen. Dann habe ich den Ring gefunden und brauche nichts mehr essen. Und jetzt kommt mir irgendwie vor, dass ich so, ja, ich weiß nicht, mir geht irgendwie etwas ab, wenn ich nicht mehr essen muss. Aber andererseits ist es natürlich auch praktisch. Ich brauche mir keinen Proviant mitnehmen, wenn ich mal im Nether bin, Quarz sammeln. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon wieder auf? 13,5 Minuten. Okay, ja, das läuft eh ganz gut bis jetzt, nicht wahr? Naja, was haben wir erreicht? Okay, wir haben ein bisschen mehr Ambrosium und Fleisch. Ja, also wir sind noch nicht wirklich weit, also. Was ich gehe einfach mal auf eine andere Insel. Okay, ich werde hier mal weiter graben und versuchen, mein Glück versuchen, hier zu graben. Ja, kannst gern machen. Weil bisher war es irgendwie so, dass ich das meiste Zanit gefunden habe, dass ich einfach quasi zufällig entdeckt habe. Okay. Und einer dieser großen Laufvögel, dieser Moas, hat gerade ein Ei gelegt. Ah, okay. Für später könnten wir uns vielleicht mal merken, dass wir die Eier ausbrüten, dann können wir auf den Vögeln fliegen. Ja, und vielleicht findest du auch Hasen. Ja, das wäre cool. Weil dann können wir wieder weicher landen, sag ich mal. Ja, ich finde ja, mit einer Valkyrenausrüstung und einem Hasen auf dem Kopf hat man eigentlich den optimalen Schutz.
gegen Fallschaden. Nein, ich meine mit Valkyrenrüstung und Hase da kann man richtig fliegen. Ah ja, ich habe Zenit gefunden. Okay. Das habe ich eigentlich schon früher gefunden, aber habe ich es wohl wieder vergessen. Toll. Ich habe bis jetzt noch nicht wirklich Weltbewegendes gibt. Fällt gerade ein, du weißt doch gar nicht, wie Zenit aussieht, oder? Nein. Stimmt. Lila. Ja, okay. Violett ist jetzt. Also einen Altar könnten wir uns schon mal machen. Ich habe aber nur einen einzigen Stein bekommen. Also schaut das Zyanid. Zyanid? Wie heißt das nochmal schnell? Zanit. Zanit, ja, meine ich ja. Also ganz violett oder ganz lila, oder? Ja. Ich kann dir mal einen Farbstandard zuwerfen, damit du vergleichen kannst. Ja, okay, mach. Oder einen Zyanid. Merkt man das Wort nicht. Ah, ein Sturm. Ein Sturm um diese Tageszeit? Nein, ein. Diese. Tiere da, diese. Ja, die Wind halt machen. Ja. Aber die sind ja nicht zu jeder Tageszahl, also. Ja, leider. Aber sind dafür umso leichter zu besiegen. Okay. Weil Zyanid ist ja nur mit einer Steinaxt abzubauen, oder? Mit einer Axt schon mal gar nicht. Spitzhacke meine ich. Ja. Also ich habe es mit Holz probiert, aber das hat mir zu lang gedauert. Ja. Oh naja, ein Edelstein, ich wollte nichts riskieren. Ist immer besser, dass riskiert und dann erst später, wenn man mehr hat. Aber ich habe jetzt schon reichlich einen Stein gesammelt. Wieso wird es so schnell wieder Nacht? Keine Ahnung, ich mal eine, oder? Stein, 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 Stein. Gut, ich mach mal dann lieber die Tür zu. Dass ein erwarteter Gast, also ein Basilisk, hereinspaziert. Ja, gute Idee. Wolltest du schon fast im Dialekt reden, nicht wahr? Ja. Also mehr oder weniger auf gut Deutsch eine gute Idee. Okay, das werden jetzt wahrscheinlich keine verstanden haben, aber ist trotzdem immer witzig. Naja, ich denke, dass das schon einige verstehen. Ich meine, so undeutlich ist jetzt unser Salzburger Dialekt auch nicht, oder? Ja, also, ja, stimmt. Ich finde, wir sind noch relativ nah am Hochdeutsch dran. Ja, kann man so sagen. Es gibt sogar einige Begriffe im Dialekt, die ich nicht benutze, weil ich viel lese und
Beispiel. Und das färbt irgendwie echt ab. Ich kann jetzt da kein Beispiel geben, also mir fällt nichts an. Naja, aber der Nachteil ist, also wäre für uns, wenn wir nur im Black drehen würden, dann würden uns wahrscheinlich eher weniger, so würden uns die Leute wahrscheinlich eher weniger verstehen. Ich glaube, das kommt auch darauf an, aus welchen Regionen die Zuschauer kommen. Stimmt, ja. Weil, schaut dein Bruder eigentlich unsere Folgen? Ja, der schaut immer fleißig unsere Folgen. Eben, dann haben wir schon mal einen Österreicher. Jarox, der gibt auch immer sein Feedback zu unserem Video ab, zu unseren Videos ab. Also der ist auch Österreicher. Fällt dir noch jemand ein? Dann... keine Ahnung. Dabei. Nicht nein, nicht nein. Das nicht nein. Ja. Ja, wie lange nehmen wir jetzt schon auf? 21 Minuten 49 Sekunden. Okay, ja, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Okay. Ja, nehmen wir einfach noch ein paar Minuten auf. Ich meine, wir haben den ersten Zenitkristall. Das ist schon mal ein kleiner Erfolg. Ach ja, ich überlege, ob wir vielleicht die Betten doch als Betten benutzen sollten, denn das ja. Problem ist, wenn wir uns dann selbst Betten machen und die dann irgendwo anders platzieren, damit wir die Nacht überstehen und dann abbauen, dann verlieren die ursprünglichen Betten ihre Funktion als Spawnpunkt. Wenn wir dann sterben, dann sind wir in der Oberwelt. Na toll. Und dann darf ich wieder schön die Folge unterbrechen und herumbasteln, dass wir wieder am richtigen Ort sind. Okay. Ja, also ich würde das Betten schon als Nachtquartier einnehmen. Ja, ich fand halt die Idee gut, dass man einfach nichts hat. Aber ja, gut. Es sind eben technische Gründe, weshalb wir die Betten dann am Ende doch benutzen. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Idee, dass wir die Betten über die Nacht, also zum Schlafen hernehmen, und weil dann ist die Nacht auch schneller vorbei. Ja. Sag ich jetzt mal. Dann haben wir weniger Ärger mit Basilisken und erwarteten Gästen. Nicht nur weniger, gar kein Ärger. Richtig. Ich bin gerade am Dungeon. Okay, ich bin noch immer da, wo ich vorher war. Hab einiges abgebaut. Ah ja, apropos, wenn wir schon mal dabei sind, können wir eine Party machen. Party? Ja. Das bedeutet, du siehst, wie gesund ich bin und ein paar andere Sachen. Okay, ja, von mir aus. Gut, ich... Ja. Gut, jetzt müsstest du so eine Nachrichtenmeldung bekommen haben, links oben. Ja. Gut, dann, das war meine Anfrage, ob du in die Party willst. Okay, ja. Warte, ich helfe dir, man muss, genau. Drücke mal T, als würdest du etwas schreiben wollen. Ja, T und dann auf dieses Rufzeichen. Genau, ja. Auf Benachrichtigungen.
Hi. Okay. Und schau, ich sehe zum Beispiel, du hast 17 Münzen, 100% Hunger, keine Rüstung, dein Name ist Level, welche Überraschung. Und deine Herzen sind 8 von 20, also deine Leben sind 8 von 20. Ja, dann du, Hakosi, auch kein Wunder. Dann du hast 62 Münzen. Das müsste ich mal eben kontrollieren. Wie geht das? Warte. Weiß ich nicht, aber es steht auf jeden Fall, du hast 64 Münzen. Ja, stimmt, ich habe 64. Dein Leben, also dein roter Balken, ist 16 von 20. 17 von 20. Und Essen ist auf 100%. Genau. Und 0 von 20 Rüstung. Ja, wäre ja schön. Okay, dann es ist schon spät, beenden wir mal die Folge. Wir haben ein bisschen was geschafft, wir haben eine Party erstellt, die es uns in Zukunft erlauben wird, uns gegenseitig ein bisschen zu stalken. Ah. Und wir haben unseren ersten Zanitkristall, einen Haufen Ambrosium, könnte man sagen. Also Materialmangel, was Holz und Stein betrifft, haben wir auch nicht mehr. Oh. Ich denke, es sind eher so kleine Erfolge, aber sie sind wichtig, um irgendwann größere zu machen. Ja. Aber gut, dass in den ersten drei Folgen noch nicht so wahnsinnig viel passiert, das ist eh klar. Ja, das... Ja. Dann? Gut, dann verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Nächsten Video. Und wünscht uns Glück bei der Zenitsuche. Passt. Tschüss. Tschüss.